Und der Wrecking Ball geht aber direkt über die Kante hinweg. Ozzy ist auch versehentlich in den Brunnen gefallen. Das ist jetzt gerade die Chance. Bouncing versucht durchzuhalten. Da ist die Death Blossom raus. Molten Core von Lubu hält so gut durch. Kriegt Bonfett im 1v1 down. Tinnitus ist direkt hinten dran. Die beiden Tanks sprinten einfach nur Richtung Punkt. Mac wird jetzt gesleept. Lubu sitzt auf dem Genji, wirft seine Schuriken, sucht seine Opportunity gerade. Ozzy kriegt Unicap und momentan, sie wissen einfach, sie kriegen auch die Mercy vor dem Rest durch. Das ist jetzt ein ganz großes Problem. Da ist der Genji oben auf dem Highground lila. Aber sie halten immer noch durch. Wir sehen, der Punkt wird gecapped. Ich muss mir jetzt nochmal irgendwie an die Payload kommen, um das Ganze zu contesten. Das sind nur noch 5 Meter hier und schafft es nochmal dran, dass hier die Frage ist. Nano Fight Moon, Unicap mit 2 Picks stark gemacht. 3. Pick kommt noch rein. Und das dürfte noch ein weiterer Fight für die Bisons sein. Wärmt schon mal seinen Sleep Dart auf, denn der Genji wird gleich kommen. Und Das willst du nicht passieren als Tracer. Da findet dich das gegnerische Team, sleep dich und setzt dich hin. Bonfett ist aus dem Fight schon raus. Da geht der. Der Death Blossom bringt nichts in dem Falle. Lubu Dubu sagt sich, ich möchte jetzt Sushi haben und veranstalte das mit dem gegnerischen Team. Wie wird man sich also in Lucifer auf dem Weg sucht nach der MP, sucht nach der Möglichkeit, das rauszunehmen? Und da sind auch 5 Leute, nur Rechtecker nicht drin, hat davor schon die Ulti used. Victor jetzt wieder mit 4 Leuten in Death Blossom. Wunderbar, schöne Kombo gemacht. Aber jetzt ist die Frage, wer kann die Ult besser an den Mann bringen? Kid SC hat hier fast alle bereit, bis auf das Death Blossom. Und ja, die Antinet, die sitzt dann erstmal. Ich wische ziemlich doll. Jetzt kommt der Graf und die Pop hinten rein. Und da sind die ersten 2 schon gefallen. Und da wird kein Follow-up mehr auf die Graf geben. Das ist sehr ärgerlich. Nochmal 2 weitere Picks. 4, 5, 6. Team. Werden aber direkt rausverdrängt. Den anderen gut. Raus, 3 Leute rausgenommen. Die haben unglaublich stark gemacht. Gehen jetzt rein, sie gehen, versuchen jetzt gerade die Diva vom Punkt zu kriegen. Da ist die Tech-Weiser, Sound Barrier ist die Antwort, da Diva Bomb kommt jetzt aus raus. Die versuchen alles, um jetzt gerade die Situation in den Griff zu kriegen. Da kommt die MP raus, da kommt der Death Blossom raus. Sie suchen jetzt jede Ult, sie kriegen auch ihre Picks. Sie haben bisher nur Lerogun aus dem Spiel gepickt. Gullo lebt immer noch da, er hält immer noch gut durch. Kommt der Rest durch auf Lerogun? Nein, der Hack geht dann. Kann der Fixen mit viel besser. Will ich vor Watch, kick den Rest durch. Das ist ein Klatsch. Dann ist der Maintain wieder in Fight and Type jetzt. Immer noch auf dem Hansen wurde das rausgenommen. Und Golo ist hier noch 18 Sekunden. Kann man da überhaupt noch auf den Point kriegen?